Das geht gegen Platon JKE 1673. Guck mal, ob ich aus diesem kleinen Tief hier wieder rauskomme. In den letzten Spielen war ich dann doch etwas überfordert. Schwierige Situation, hab dann auch sehr lang gebraucht zum Nachdenken, eben weil es nicht so einfach war. Und ja, also ich glaube, hier nehme ich a Quick Supply mit Fangs und Tanks. Und er hat den Marksman Specialist und hat Phönixe, aber ohne Springen. Stelle ich mich da vorne dran oder nicht? Kann man machen. Muss man nicht. So ein ganz klassisches Tank-Setup hier. Und damit dagegen vorgehen. Wäre eine Möglichkeit. Stelle ich die so hin. Zweimal, wenn ich dann später irgendwie Giants spielen möchte, soll ja der Giant da so reinpassen. Ja. Und dann noch was davor. Das heißt, die müssen auf jeden Fall so stehen. Und ich denke mal, ich werde mich hier so aufstellen, dass ich hier auf einer Seite pushe. Das nehme ich hier noch mit dazu. Crawler kann man hier dazu nehmen. Nochmal ein bisschen Fangs dazu, alles möglich. Nochmal Tanks ist auch eine Möglichkeit. Bisschen unangenehm hier gegen die ganzen Sachen. Ich glaube, ich gehe hier tatsächlich relativ viele Tanks. Die Frage, ob ich mich insgesamt ein bisschen breiter aufstelle. Wieso? Gefällt mir ganz gut. Jetzt hätte ich natürlich noch was freischalten müssen. Gucken wir mal, ob wir hier durchbrechen können auf der einen Seite hier. Er ist ja generell auch recht langsam. Bleiben natürlich hier höchstwahrscheinlich keine Fangs übrig, die gegen die Phönixe vorgehen. Da muss ich mir natürlich noch Gedanken machen, was ich da tue. Natürlich, spätere Fangs wären immer eine Möglichkeit, ja. Man könnte hier aber auch durchaus Marksman zu ergänzen. Kann man machen. Weil ich ja durch die ganzen Ticks durchaus einen okayen Schaffclear habe, ja. So, Improved Stormcaller. Extended Range Fortress. Das ist unangenehm gegen mich. Hier würde ich tatsächlich skippen. Könnte man noch eine Artillerie mit dazu nehmen. Aber hier bin ich durchaus für ein paar Marksmen zu haben. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ich nehme mal zwei. Und die stelle ich hier so mit dran. Die bleiben ja dann eigentlich auch relativ weit hinten stehen. Und hier könnte man Crawler reinlaufen lassen. Jetzt habe ich natürlich, weil ich in der letzten Runde das nicht freigeschalten habe, keine Crawler mehr parat. Was sehr ärgerlich ist. Er hat aber hier zumindest kein Springen drauf. Was hole ich denn hier noch dazu? Was man auch machen kann, ist hier so Tanks hinstellen. Das hat dann den Grund, weil ich es folgendermaßen plane. Hier möchte ich gerne Crawler hinstellen. Und dann wird es immer erstmal hier abgezogen, was immer er da hat. Und dann geht es als nächstes hier hin. Und dann erst dahin. Ja, und ich kann hier sozusagen reinpreschen. Das ist der Plan. Den Tower würde ich jetzt hier tatsächlich einmal upgraden. Und mich wirklich eher auf diese Seite hier konzentrieren. Gucken wir mal. Naja, das geht jetzt hier zum Teil nach unten, ja. Oh, hier kommen die feindlichen Crawler. Mhm. Die gehen jetzt hier halt auch eher nach außen, ja. Jetzt hätte ich hier die Möglichkeit, halt dann insgesamt durchzupreschen. Und warum ich ja Marksman ganz gut fand, ist, weil die auch ganz okay sind gegen diese einzelnen Arclets, die hier stehen. Ja, da bleiben doch die Tanks dann immer recht lang dran hängen. Dann ist das so schon okay. So, jetzt hier schnell den noch, bevor der hier fällt.
Mhm. Ah, die sind jetzt hier sehr exposed. Mal gucken. Ah, immerhin habe ich den einen noch bekommen. Man kann den Tanks jetzt natürlich auch sehr schnell hier ein Upgrade geben, aber je nachdem, wie auch der Unit Drop aussieht, muss ich da halt aufpassen, ja? Da möchte ich nicht zu doll committen gleich. Senior Smoke in Wasp Swarm ist auch interessant, ist vor allem sehr doof gegen mich auch. Deswegen überlege ich mir hinten die Wasp selber reinzusetzen. Eine Smoke, ja, ist gegen mich ja auch sehr stark. Ich glaube, ich nehme aber die Wasps und würde die. Ich würde sie mal hier hinsetzen. Und hier sollte man jetzt eigentlich noch was davor stellen. Die kann ich jetzt hier schlecht abhalten. Also hier jetzt noch was hinzustellen, wieder ein paar Crawler, das ist ehrlich gesagt nicht so gut. Ich meine, ich schalte trotzdem mal frei. Das könnte sonst halt jedes Mal richtig dolle wegbomben. Was ich machen könnte, ist hier einfach ein paar Fangs davor stellen. Dass die halt weggebombt werden würden. Die upgraden finde ich ganz gut. Smoke, wie gesagt, ist richtig schlimm. Kann ich aber nicht viel gegen machen. Selbst noch ein paar Crawler hinten. Und ich denke, das grade ich ja auch einmal ab, den auch einmal. Gegen potenzielle Wespen, ja. Wenn die jetzt hier vorfliegen und der kommt irgendwie von hier nach da oder so. Muss ich mal schauen. Ja, oh, die Smoke ist schlimm. Die Schilde sind auch extrem stark hiergegen. Und jetzt muss ich da ewig ranfahren. Und das Einzige, was hier gut gegen ist, sind halt eigentlich meine Marksmen. Das werde ich jetzt hoffnungslos hier verlieren, die Runde. Das könnt ihr halt auch immer wieder machen. Was ich hier halt eigentlich brauche, sind auf jeden... wäre Artillerie zum Beispiel dagegen, ja. Also ich hoffe jetzt, dass beide Schilde zumindest fallen. Ja, das ist schon mal gut. Also Artillerie. Oder, was natürlich sehr gut sich hier ergänzen lässt, sind Boote. Trotz der feindlichen Phönixe hier. So. Ja, schade. Ein Ticken zu spät hier, die Waffe. Und der Marksman hier in der Suppe. Komm, den! Ja, immerhin. Jetzt muss ich hier halt raus navigieren. Wobei, die verstecken sich hier drin. Sehr lustig, wenn man irgendwie sowas hätte. So eine defensive Smoke oder eine aggressive Smoke, wo man sich halt einfach tarnen kann, ja. Das wäre interessant. Ja, hier hilft es mit Tanks natürlich aber auch nicht irgendwie zu versuchen, da drumherum zu navigieren. Das bringt nicht viel. Okay, was machen wir hier? Mustangs sind interessant, weil sie relativ schnell das hier wegsäbeln können. Also generell gegen fast alles gut sind, was hier so ist. Man könnte auf der anderen Seite dann eine Front aufmachen. Was sehr unangenehm gegen mich ist, ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall auch die Hacker. Ich könnte den aber auch verkaufen und dann einfach Boote spielen. Quick Supply Marksman. Die sind gar nicht so schlecht, die Mustangs, ne? Aber Boote sind Boote. Das Problem ist nur, ich muss dann hier reinpushen. Hier die Boote zu spielen macht überhaupt keinen Sinn. Spiele ich die hier so hinten dran oder vorne rein? Eigentlich trotzdem eher vorne rein. Könnte man wegbomben. Den will ich eigentlich Reichweite geben. Jetzt fehlen mir aber 50. Ich glaube aber, dass ich in der Runde... Ich muss das machen mit der Reichweite. Und dann hole ich nochmal Crawler. Ja, die stehen jetzt hier. Die sollten eigentlich dahin, aber da ist auch okay. Ja, er holt die Hacker. Und das ist der Grund, warum ich hier die Boote auch haben wollte. Muss halt irgendwie auf R da umswitchen.
Und was man machen kann, ist auf den Tanks auch einfach Reichweite dann zu drücken. Jetzt hoffe ich halt, dass schnell genug hier die Hacker ins Visier genommen werden. Kann natürlich sein, dass es nicht klappt. Weil die Boote dann sehr stark mit meinen Sachen hier auch beschäftigt sind, ja. Okay. Okay, die Smoke ist halt nächste Runde weg, das ist okay. Komm, einmal noch. Okay, okay. Mustang Production Line auch interessant. Warstorm auch wieder interessant. Hier könnte man auch gut Feuer legen, ja. Das Problem mit der Artillerie ist halt, sobald hier irgendwas gehackt wird, ist es ein großes Problem. Ich glaube, dass es hier gut ist. Aber ich habe halt kaum Geld. Die werden hier halt ultra schnell gehackt, ja. Die muss ich eigentlich da verkaufen. Hier brauche ich die noch davor. Wir müssen ein bisschen langsamer hier sein. Er soll halt eigentlich überleben, ja. Möglichst lang, weil er produziert ja. Deswegen gebe ich dem mal ein Level. Feuerrate brauche ich auch. Das Problem ist, ich wollte hier eigentlich Reichweite drauf geben, weil ich muss irgendwie den Schaff schneller wegräumen. Da brauchen die Overlords zu lang dafür, ja. Was man natürlich machen kann, ist mehr Overlords bauen und dann hier das noch geben. Wir probieren es jetzt mal so. Ja, also da muss ich Feuer spielen. Er holt die Wespen. Was man hier auch ergänzen kann, wären Reichweiten-Mustangs. Das ist auch okay. Na, jetzt fängt er aber an, hier die einzelnen Sachen zu übernehmen. Und das stört dann immens. So, die paar Mustangs hier sind nämlich sehr gut, wie man sieht, ne? Jetzt fällt hier aber alles zusammen. Jetzt habe ich hier leider den Debuff bekommen. Nehmen sehr viel Schaden. Badger. Typhoons. Aber die werden potenziell dolle gehackt. Ich meine, ich könnte hier an der Stelle tatsächlich einen Vulcan spielen mit Feuerbombe. Ja? Wäre eine Möglichkeit. Der wäre interessant. Was mache ich, wenn der gehackt wird? Oder halt die. Badger ist halt noch schlimmer. Also ich glaube, dass ich den hier spielen kann. Spiele ich den einfach nur mit Reichweite oder mit Feuerbombe? Ich glaube, dass Reichweite hier ganz gut ist. Dann brauche ich hier eigentlich noch einen. Dann sollten die super schnell wegbrennen. Und dann brauche ich selber halt noch mehr Schaff, der von hinten kommt, ne? Viel mehr. Hier, hier. Hier. Sollte eigentlich passen. Dem gebe ich nochmal ein Upgrade, dass der nicht so schnell fällt. Ich bin gar nicht sicher, ob ich die Marksman hier überhaupt brauche. Theoretisch. Oh, jetzt falle ich wieder in diese... Oh, jetzt kommen hier wieder die Schilde. Aber ich hoffe, dass die Boote hier schnell die Schilde beseitigen. Ja,
Ja, also die Schilde sind jetzt hier mal weg. Mal sehen, ob die Boote jetzt hier funktionieren. Die Vulkans stehen ganz okay, muss ich sagen. Na, der fällt noch nicht ganz. Okay, das Fortress ist weg. Aber er ist auch an meinem Dings da dran. Ich falle hier. Die Schilde sind ein Problem. Ja, normalerweise brauche ich ja einfach Feuerrad auf den Booten. Ist auch interessant. Rhino ist mies. Ich meine, dadurch bleibt der halt ewig leben, oder? Der fällt dann nicht, wobei ich hätte das auch gern auf dem drauf. Dem dann ein Level geben. Wespen zur Ablenkung. Smoke hat er wieder. Also es ist echt übel. Kann ich, ob ich die hier hinstelle? Kann ich machen. Hier muss ich schilden, halt wegen der Smoke. So doof es ist. Jetzt kann ich versuchen, hier das irgendwie zu snipen. Aber es geht auch nicht. Ich brauch eigentlich Feuerrate. Das ist super teuer, aber ich muss es machen. Reichweite. Selber noch Speed. Mehr Crawler. Gleicher am Anfang oder ein bisschen später. Ich denke so. Gefällt mir wieder nicht. Wir probieren es trotzdem. Wir haben es jetzt okay geschildert, ja. Okay, und er hat Fist ausgegeben. Interessanterweise. Jetzt wollen wir mal sehen, was die Feuerrate hier bringt mit Item. Einiges. Der heilt sich halt auch immer wieder. Das ist auch gut. Wenn der überleben würde, wäre gut. Und die Smoke hat hier halt nicht so viel gebracht. Ja, die Schilde waren echt gut. Oh, wenn das hier überlebt. Idealerweise mache ich hier jetzt so eine Front auf. Ist halt sehr teuer. Jetzt hätte ich selber noch eine Smoke. Smoke brauche ich eigentlich. Ich könnte sie hier hinstellen, ja, eine Smoke. Das wäre eine Möglichkeit. Super Heavy Armor. Ist auch interessant auf so einem Overlord hier drauf. Der dann da halt nicht stirbt, ne? Den hier upgrade. Level 3 macht hier wahrscheinlich nicht so viel Sinn. So, also die müssten das hier alles sofort wegbrennen. Also da mache ich mir keine Sorgen, das ist in Ordnung. Jetzt muss ich irgendwie auf der anderen Seite hier noch klarkommen. Ich weiß nur nicht, ob das so viel Sinn macht. Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich glaube, man spielt ja einfach noch mehr Overlords. Die da einfach mit hinzukommen. Auf jeden Fall hier mit Reichweite, ne? Das Wegbomben macht nicht so viel Sinn. Hier könnte man noch eine Rakete stellen halt. Hier was zu verkaufen, die Tanks. Wobei, die lenken halt am Boden doch ganz schön was ab. Ich glaube, verkaufen macht ja auch nicht so viel Sinn. Dass die ein bisschen später hinzukommen, ist auch okay. Gucken wir mal. Da steht eine War Factory direkt von den. Also ich hoffe, dass die jetzt, er wird die mit Raketenabfang hier spielen, oder? Dass die nicht genügend abfangen kann. Aber ich glaube, die fängt immens viel ab. Und das Problem ist auch, dass die dann daran hängen bleiben. Deswegen ist ganz gut, dass ich hier ein paar habe. In dem Fall hätte ich den natürlich hier gern gehabt, ja. Nee, er hat die ohne irgendwas. Okay, die dürfte eigentlich relativ schnell sterben, hoffe ich. Die lebt voll lang.
Okay. Schauen wir mal. Komm, presch durch. Immer noch mehr Kleinvieh hier. Gott, sterbe ich hier gegen die Phönixe? Gegen die Marksmen? Braucht mehr Schaff, ne? Ja, es geht. Oh, bitte lass es reichen. Ja, das reicht. Oder? Ja, einer drüber. Ich dachte schon, bis 17 Punkte nicht. Meine Güte, war das wackelig. Oh, aber endlich mal wieder ein Sieg. Oh, fühlt sich das gut an. Meine Güte. Schwierig, schwierig. Ich glaube nicht, dass Fist hier ein besonders guter Tech war. Die Hacker haben erstmal Probleme gemacht, waren dann aber doch nicht so bedeutsam, ne? Ich weiß nicht, hatte er kein Geld mehr, hier was zu drücken? Wollte er sowas wie eine Raketenverteidigung hier spielen? Aber ich glaube, es hätte nicht ganz ausgereicht. Aber so ewig, wie die hier dran hängen geblieben sind, weiß nicht. Also mit Raketenverteidigung, die paar mehr Sekunden, man hat ja gesehen, es war dann doch relativ knapp. Man braucht ja nur ein bisschen mehr Zeit, ja. Aber natürlich, die Items hier für meine Overlords, die waren auch sehr stark, ja. Die haben halt dann wesentlich länger durchgehalten, weil ansonsten so ein Overlord klappt natürlich nach paar Schüssen von so einem Marksman hier, vor allem mit Anti-Air, total schnell zusammen, oder wenn so ein Phönix mal drauf geht. Und diesmal, was ich ja nicht so oft mache, war, meist stelle ich mich ja in der ganzen Breite auf, tatsächlich mal hier diesen einen Tower abzugraden. Und bis Level 3 finde ich auch, dass es relativ günstig ist. Die 250 sind dann sehr, sehr teuer am Ende. Aber dann hält er auch gut aus, ja. Und der Debuff ist halt auch wirklich kurz. Und man eigentlich, ja, hier hätte ich, glaube ich, nicht noch mehr Overlords gebraucht. Ich glaube, die sind zwar immer noch gut, ja, aber mehr Chaff wäre noch wichtig gewesen, vor allem von hinten, dass die dann hier immer irgendwie dran hängen bleiben. Ja. Okay, puh, meine Güte. Jetzt gucken wir mal noch, ob ich hier wieder über die 1800 springen kann. 14 Punkte, jawohl, und wieder bei 1804. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.